Hallo, hier ist Ziggy. Ich habe zwar schon ein Video zu dieser Mission Carnival Toss, aber damals war ich Stufe 19 und hatte nur die One-Bounce-Waffe. Ich habe mittlerweile all die anderen Bounce-Waffen freigeschaltet und da ich immer noch einen Haufen Anfragen zu dieser Mission bekomme, habe ich mir gedacht, mache ich dieses Video einfach mal neu. Okay. Wenn du dich an meine Anleitung hältst, dann brauchst du maximal vier Schuss für diese Mission. Du hast sechs zur Verfügung. Alles klar, dann starte ich gleich mal mit der One-Bounce-Waffe. Und zwar gehst du dazu ähm, auf minus 39 Grad. Das heißt, von dieser 45-Grad-Linie hier äh, plus sechs Ticks nach oben. Äh, falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und mit 100% Feuerkraft einmal feuern. So, ich schieße jetzt hier nur einmal. Du musst damit zweimal schießen. Ich habe hier lediglich nur zwei One-Bounce-Schüsse zur Verfügung. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Du musst hier, wie gesagt, zweimal schießen. Das waren die Koordinaten für den oberen. Jetzt geht es zu dem unteren Panzer. Und zwar musst du da minus 19 Grad nach rechts zielen. Äh, dazu gehst du am besten hier auf diese 0, 0 Grad Linie und minus 19 Tick nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wieder 100% Feuerkraft. So. Hier musst du auch wieder zweimal feuern, der Panzer explodiert dann und ja, die Mission ist geschafft. Alles klar, dann geht's weiter mit der Freebounce-Waffe. Zuerst äh, nehmen wir den oberen Panzer hier ins Visier. Und zwar gehst du dazu ähm, auf diese 90 Grad-Linie und dann minus 19 Ticks nach rechts.

Mit der Freebounce-Waffe brauchst du übrigens nur einen einzigen Schuss pro Panzer. Deswegen reichen dir insgesamt zwei Schuss. So, das war Nummer 1. Für den unteren Panzer gehst du hier auf die null Grad Linie nach links und dann gehst du. 16 ticks nach oben, das heißt 16 Grad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 und die Feuerkraft bleibt bei 100%. Na, fliegt schneller. Und das war's. Bei der 5 and 7 Bounce-Waffe kann ich dir nur sagen, wie man den unteren Panzer hier trifft. Ich habe mittlerweile mehrere Stunden versucht, den oberen Panzer äh, mit diesen beiden Waffen zu treffen, aber das ist mir bisher nicht gelungen. Ich glaube, das weiß nur der Aimbot selbst, wie man den da oben trifft. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das möglich ist, denn ähm, jedes Mal, wenn die aufprallen, verlieren sie einen Haufen Energie und ja, der Ball fliegt dann flacher und es ist kaum möglich, den oberen damit zu treffen. Also wie gesagt, mir ist es damit nicht gelungen. Ja, okay. Fange ich mit der Five Bounce Waffe an. Und zwar für den unteren Panzer musst du folgende Zieleinstellung verwenden. Du gehst hier auf ähm, 76 Grad rechts. Und zwar sind das minus 14 Ticks. Ein Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Und eine Feuerkraft von 100%. So, das dauert dann ein bisschen, bis der da ankommt. Und du siehst selbst, wie oft der da abprallen muss. Und dass der dann immer flacher fliegt. Und ja, wie gesagt, Energie verliert so wenn du das hast dann kannst du ja zum beispiel diese free bounce waffe nehmen und den oberen damit abschießen dann hast du die mission auch erledigt alles klar dann geht's weiter mit der Seven bounce bei der Seven Bounce, da brauchst du mindestens zwei Schuss, um diesen unteren Panzer zu treffen. Ein direkter Treffer würde ihn mit einem Schuss erledigen, aber ähm, das klappt nicht. Ich muss zweimal schießen, erstmal ein bisschen von der Masse hier was wegschießen, dann rutscht der Panzer nach unten und ja, mit dem zweiten Schuss erledige ich dann den Panzer selbst. Um, und zwar musst du dazu auf minus 65 Grad rechts zielen. Da gehst du am besten auf diese minus 45 Grad Linie und gehst nochmal um, minus 20 Ticks nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Alles klar. Und die Feuerkraft, die kommt auf 100%. Prozent. Und ab geht's. drei vier fünf sechs sieben und bumm so jetzt rutscht der panzer nach unten und ich feuer gleich noch einmal zack und das war's für den unteren so und für den oberen, dann nimmst du einfach diese Freebounce Waffe mit den Koordinaten, die ich dir vorhin gezeigt habe. Ja, und dann hast du damit die Mission auch geschafft. Falls du nichts passendes zur Verfügung hast, dann kannst du hier oben einfach auf Wiederholen gehen, bis du die Waffen hast, die du benötigst, um diese Mission zu schaffen. Ja, das war's erstmal von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.